So, weil dann können wir hier auch was bauen, ne? So, ich mach mal kurz eine Kiste. So, die packe ich erstmal hier hin, einfach damit man hier einsammeln kann. So, dann hier die Erde rein. Und das Kies, so, erstmal. Aber wir müssen eh gleich wieder schlafen gehen, weil es schon wieder Nacht wird. So, das sammeln wir auch noch kurz ein. Hier wieder rein, das Zeug. So, dann gehen wir mal Richtung Bett. Und der Server hat wieder mal die Welt gespeichert. So. Ja, vielleicht kann ja denn der Kollege helfen, hier das Ding fertig zu bauen. Wer weiß, wer weiß. Mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht genau geguckt, wann wir angefangen haben, hier aufzunehmen. Aber ich sehe ja anhand von Audacity, wie weit wir ungefähr sind. So, ich nehme mal schnell einen Schluck Kaffee und liege ins Bett. So, da sind wir wieder. Frisch ausgeschlafen. Und das Lustige ist ja, da ich eine neue Playlist habe, die ist enorm groß. Weil die Playlist beinhaltet 138 Titel und ist 7,5 Stunden lang. Das heißt, wir könnten theoretisch 7,5 Stunden lang hier, ne, aufnehmen. Und es gäbe keinen Unterbruch von der Musik. Und es würde kein Song doppelt vorkommen. Gut, das stimmt nicht ganz. Aus bestimmten Gründen. Nee, es gibt ein oder zwei Songs, die irgendwie in verschiedenen Versionen drin sind, weil die mir einfach in beiden Versionen gefielen. Was ist denn das für ein Deutsch wieder? Egal. So. So, machen wir das hier mal so. Alter, wir haben überall Baustellen, ne? Es fällt mir gerade so ein, wenn ich hier das hier mache, fällt mir wieder die Deneva ein, wo wir auch dabei sind, Müll zu machen. So. Dann könnten wir ja hier auch... Oh, das war nicht so geplant. Will man mal ein bisschen schneller machen, ne? Und dann passiert sowas. So. Ach ja, zum Server ist übrigens zu sagen, selbst wenn ich wollte, können hier nicht so wahnsinnig viele drauf, weil es sind erstmal 4 Slots, ne? Weil ich mir dachte, hey, mehr als 2, 3 Personen werden hier eh nie gleichzeitig sein. Für ein gemeinsames Aufnehmen. Deswegen, ne? Sind das schon alle Treppen? Wir haben doch viele gemacht. Ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn, wie schnell diese Treppen verschwinden. So. Bis hier. So, dann... Wäre doch sowas hier nice. Vielleicht sollte ich wirklich die Diamantspitzhacke nehmen. Die würde ein bisschen schneller gehen. Mal gucken. Ich brauche jetzt erstmal die Steinspitzhacken fertig. Dann gucken wir mal weiter. So.
sehe gerade, mein Typ kriegt langsam Hunger. Unser Vachilis. So, gleich haben wir's. Zumindest eine Seite. Wo ist denn die Schaufel jetzt hin? Hier. Und hier kommt der Höhlensound, warum auch immer. So, dann brauchen wir Stein hier unten. Dem, 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 dem. Ja, ist jetzt nicht das Spannendste. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Folgen auch ziemlich viele Moralpredigten durchgekaut, wenn ich mich nicht täusche. So von wegen alt werden und so weiter. Von daher ist es vielleicht gar nicht mal so übel, wenn wir mal wieder ein bisschen ruhiger sind. Oder ich zumindest. Och, gar kein Stein mehr. Hier. Von daher ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ach, wir machen erstmal die Seiten, ne? Oben können wir nachher machen. Sieht zwar irgendwie mehr aus wie ein Abwasserkanal oder sowas. Aber gut. Vielleicht könnten wir sogar unten den Boden dann Sand machen, damit wir einfach unserem Sand treu bleiben. Ich meine natürlich Kies, nicht Sand. Mal gucken. Mal schauen, wie das optisch aussieht. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. So. Dann wird hier wieder aufgefüllt. Ist, glaube ich, ein Loch, ja. Was sich irgendwie auch falsch anhört. So. Stein. So, hier haben wir auch. Dann oben. So. Ich hoffe ja immer noch, dass bald endlich mein Kanal auf der Whitelist von Out of Line ist. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass die immer noch in den Ferien sind oder so, dass das alles noch länger dauert, die das vielleicht noch gar nicht an YouTube weitergeleitet haben. Aber ich bin schon sehr, 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 sehr gespannt, wenn das dann funktioniert und ich endlich mehr Musik aus diesem Bereich einfließen lassen kann. Und beispielsweise, wie ihr ja schon gehört habt, Ostfront einbauen kann. Die ich halt wirklich sehr mag. Und was uns dann sicher auch ein bisschen von anderen Let's Plays unterscheidet, ne? Es hat nicht jeder Ostfront-Musik drinne dann. Da freue ich mich schon sehr drauf. So. Aber natürlich auch unabhängig davon. Ich mag die Musik einfach und ja, es passt auch schon bei den Endscreens sehr gut, die ich gemacht habe. Was macht denn der Klotz da oben? So, hier ein bisschen tricksen. So. Ich glaube, es würde sogar auch gut aussehen, wenn hier auch noch
Stein drin wäre. Man könnte ja sogar das dann so machen. Natürlich wird dann das hier am Schluss wieder weggebaut, ne? Aber ich glaube, so sieht das gar nicht so übel aus. Müsste ich aber hier das hier auch noch ein bisschen wegmachen, ne? Aber das ist ja kein Problem. Wir sind ja in Minecraft. Hier kann man machen, was man will, ne? Da tanzt sogar das Kies vor sich hin. Oh, das ist natürlich blöd. Na, hat ja super geklappt. Was ich davor hatte. Gut, dann müssen wir es halt nachher wieder auffüllen. So, und es wird schon wieder bald Nacht. Wie immer, ne? Immer wenn es gerade schön ist, wird's Nacht. Wie früher in der Kindheit, ne? Man hat draußen gespielt. Und kaum hat's so richtig Spaß gemacht, wurde es langsam dunkel und die Mutti rief aus dem Fenster oder wo auch immer: Hey, Junge, nach Hause, es ist Zeit. Und man war dann immer sehr erfreut, ne, so: Ach nein, bitte, nur noch 5 Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, komm, morgen sind ja nur 2 Prüfungen, komm schon. Und die Mutter natürlich, so nett wie sie ist: Ja, klar, kein Problem, ich gehe für dich morgen in die Schule. Komm jetzt sofort! Ach, die gute alte Zeit. Wo man sich noch um so wenig kümmern musste. Dafür hatte man ja seine Eltern. Und die haben dafür irgendwann keine Haare mehr auf dem Kopf gehabt. Nee, meine haben übrigens beide noch alle Haare auf dem Kopf, ne? Inzwischen zwar schon ein bisschen grau, zum Teil ein bisschen. Aber sie haben noch alle. Was bei mir ein kleines Wunder ist, ne? Na, so schlimm war es, glaube ich, nicht. Obwohl ich nicht einfach war. Das ist eine Tatsache. Ich habe meinen Eltern nicht nur Freude bereitet. Aber welches Kind hat das schon? So, jetzt ist es soweit. Unsere Eisenspitzhacken sind am Ende. Und jetzt benutzen wir wieder mal die Diamantspitzhacke und wir kommen ein bisschen schneller voran. Die Fackeln machen wir gleich wieder hin. Alles kein Problem. Jetzt ist die Frage, sieht es hier gut aus, wenn da Kies am Boden ist oder nicht? Das werden wir gleich testen müssen. So. Mit so wenig ist es natürlich noch schwer zu sagen, ne? Ja, ich glaube, das kann sich sehen lassen, ne? Gibt da Schlimmeres? Ich möchte eigentlich hier gar nicht so viele Fackeln hinsetzen. Ich möchte das lieber ein bisschen dunkel halten. Aber natürlich sollte es schon so viel Licht haben, dass hier nichts spawnt. Das wäre mir ein Anliegen.
Oh, ich muss aufpassen hier. Nicht, dass wir noch runterfallen irgendwo. So, die erste Ladung Kies ist gleich durch. Und zwar genau jetzt. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier den Kies nicht hört. Ich weiß nicht warum. Aber egal. So, dann könnte man ja bis hier so den Weg machen und dann so langsam eine Brücke beginnen, ne? Wo haben wir denn Stein? Da? Auch diese Meldung, dass die Welt immer gespeichert wird, müssen wir eigentlich nicht haben, ne? Wofür auch? So, dann hier. Dasselbe wie drüben. Schön mit Stein auffüllen. So. Natürlich auch hier unten. So. Hier könnte man noch Erde hinpflastern. So. Und hier könnte man ja dann eigentlich mal eine Holzbrücke bauen, ne? Anstatt immer mit Stein. Ich glaube, das wäre fein. So, erstmal futtern. Ich weiß halt nicht, wie viel Holz wir rumliegen haben. Aber da müsste schon noch einiges rumliegen irgendwo, ne? So, dann mache ich mal hier den Weg weiter, wenn wir schon dabei sind. Und das ist natürlich alles noch nicht so, ne, wie es dann wirklich sein soll. Das wird dann natürlich alles mit der Zeit noch mehr Gestalt annehmen. Ich möchte ja auch nicht nur so Kieswege, ich möchte die natürlich auch ein bisschen beleuchten. Aber da haben wir halt die Kapazität momentan noch nicht so, ne? Müssen wir dann gucken. So, ich glaube, hier fülle ich mal ein bisschen mit Erde auf. So. Weil das kann man ja eigentlich hier bis hinten füllen. So. Vielleicht so bis hier. So, dann vielleicht hier noch ein bisschen Erde rein. Da haben wir ja genug von. So. Und hier dann vielleicht so langsam hoch. Mit Treppen. Haben wir ja noch gleich welche dabei. Praktischerweise. Auch hoch, so. So. Hier dann schön der Weg, ne? Und dann ist die Frage, ob wir dann hier ebenfalls wie da vorne vielleicht schon mit Stein bauen. Ich denke schon. Ich denke, das macht Sinn. Vielleicht können wir ja dann hier sogar noch ein bisschen hier mehr Kies hinmachen, damit das Ganze ein bisschen besser auffällt. Ne? Jetzt ist es ja so, dass von hier noch ein Weg kommt. Hier so, ne? Eigentlich könnte man das ja ein bisschen miteinander verbinden. Das wäre ja so die Idee. So, dann geht hier die Treppe hoch.